Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's Elias und ich bin weiter das Video für euch. Und zwar kann ich mit Freude mitteilen, dass Rockstar Games bestätigt hat, dass der Schnee diese Nacht wiederkommen wird. Wir haben jetzt gerade 1 Uhr nachts und vor einer halben Stunde haben sie das eben gepostet, dass der Schnee diese Nacht wiederkommen wird. Das bedeutet also, wenn ihr das Video am nächsten Morgen anschaut oder am nächsten Tag, dann müsste der Schnee rein theoretisch, wenn bei Rockstar Games alles geklappt hat, wieder da sein. Und falls ihr das Video jetzt gerade auch erst so spät in der Nacht anschaut, dann müsst ihr einfach noch ein paar Minuten warten oder Stunden und dann müsst ihr eure Konsole anmachen und dann sollte da wieder der Schnee sein. Hier könnt ihr den Post jetzt mal sehen, sie haben eben auf Twitter geschrieben, dass da Meldungen kamen, dass ein Schneesturm diese Nacht wieder auf Los Santos zukommt. Sie haben kein genaues Datum genannt, wie lange der Schnee bleiben wird, auf jeden Fall über Silvester hin. Das bedeutet, macht eure Konsole auf jeden Fall an, sobald ihr das Video seht und nutzt das Ganze aus, falls ihr Bock habt, eben im Schnee zu spielen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es auf allen Konsolen sein wird. Ich weiß natürlich nicht, sie haben nichts dazu geschrieben, aber ich gehe wirklich stark davon aus, dass es die PlayStation 4, die Xbox One, die Xbox 360 und auch die PlayStation 3 bekommen wird. Und für die Leute, die an Weihnachten nicht online kommen konnten, ne, wegen der ganzen DDoS-Scheiße von Lizard Squad, auch für die haben sie die Geschenke wieder bereit, also die könnt ihr trotzdem noch bekommen, auch wenn ihr an Weihnachten nicht online wart. Der Grund, warum der Schnee so lange weg war, ist, glaube ich, offensichtlich einfach wegen den ganzen DDoS-Attacken von Lizard Squad und da konnte sowieso keiner online und deswegen haben sie sich dazu entschieden, den Schnee wieder wegzumachen, aber zum Glück geben sie uns den Schnee wieder und wir können ein paar Schneebälle werfen. Bevor ich das Video beende, noch eine kleine Sache und zwar macht eine Freundin von mir auch GTA 5 Videos auf YouTube und die hat sich als Ziel gesetzt, dass sie, bevor das neue Jahr beginnt, noch 4000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und für dieses Ziel fehlen eben noch 300 Abonnenten und ich gehe wirklich stark davon aus, dass wir das auf jeden Fall zusammenpacken. Sie hat sich wirklich verdammt viel Mühe gegeben und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, sie hat es verdient, dass sie ihr Ziel eben erreichen kann. Also falls ihr mal Bock auf eine weibliche Stimme habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall bei ihrem Kanal vorbeizuschauen. Link dazu natürlich unter der Videobeschreibung. Dann war es das schon mit dem Video. Auf jeden Fall fettes Dankeschön fürs zu Ende schauen. Tut mir leid wegen der kleinen Werbung, aber sie hat es wirklich krass verdient. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und das war's von mir. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.